Hallo Leute, willkommen zurück in der Dämmerruine. Hier in Pokémon Ranger, Spuren des Lichts, und was brauche ich hier? Ah, eine mysteriöse Kugel, dafür brauche ich Psykraft 1. Zyklop, du hast Psykraft 2, also aktivieren wir sie mal. Wird schon nichts Schlimmes passieren. Pust, hoffentlich. Und wups. Die mysteriöse Kugel leuchtet blau. Danke Zyklop, bis bald, vielleicht mal. Was passiert dadurch? Ein Strahl. Okay. Ah. Aha. Oh. So ist das. Da wird ein Geheimgang geöffnet. Aber bevor ich da hingehe, schaue ich hier mal links rein. Vielleicht gibt es ja hier ein... Oh. Wollte Pokémon sagen. Ich komme hier nicht weit. Ah, ja, stimmt. Das war so. Da musste man hin und her gehen. Ja. Ich weiß schon wieder. So, Drassler, ich brauch dich mal. Ne, nicht Drassler, Kirlia, Entschuldigung. Warum sag ich immer Drassler zu dir? Okay, die zwei sehen sich ziemlich ähnlich. Und daher passt das schon. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen peinlich, wenn man zu Kirlia Drassler sagt. Jetzt kommt doch her! Komm, na. Na. Mach schon wieder Teleport. Immer wenn es fair wenig Energie braucht, das Kirlia. Teleportiert sich das so oft. Ja, aber es gibt einiges an Erfahrungspunkten, was ich cool finde. Oh! Ein neues Pokémon als Silhouette. Cool. Also ist schon das dritte. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich eh schon, welches Pokémon dahinter bzw. drauf ist. So. Okay, was ist das hier für ein Raum? Okay, Moment, ich glaube, ich muss das hier aktivieren auf der Seite. Und die Spiegel leiten das dann zur Säule. Ja, das Ganze wird jetzt zu einem Rätselspaß. So, mysteriöse Kugel leuchtet jetzt. Danke, Kirlia. Und jetzt geht der Strahl nicht zum Spiegel. Ah, doch, aber er ist verkehrt rum. Mit einem Druck auf die, auf den Spiegel. Dreht er sich. Dafür braucht man kein Pokémon. So, und das zweite geht auf. Moment, Chilterus, habe ich dich schon? Ach, egal, wenn ich dich schon dabei fange, ich halt nochmal. Chilterus, Gestein, Stahl-Pokémon. Sehr hohe Verteidigung. Autsch. Alter. Du bist nervig, weißt du das? Ja, es gibt auch so sagen, Chilterus. Es kann sehr gut kontern mit seiner Attacke Metallstoß, die nur funktioniert, wenn es nach dem Anwender dran ist. Aber da es eh so langsam ist, passt das schon und seine KP sind so rar geht. Verteidigungswerte halt ziemlich krass. Hat aber dafür eine vierfache Boden- und eine vierfache Kampfschwäche. Und nein, ich hatte es noch nicht, Gruppe Stahl. Oh, mit Tackle 2. Gut, gut, gut. War schwerer zu fangen, als ich dachte. So, und das Überzuauge verfolgt mich noch immer. Ah, es verfolgt mich! Oh, ein Igelava. Ich nehme dich mal mit. Start Feuigel. Dass ich hier noch ihn Gepäck habe. So, Igelava, ja, das ist hier richtig flott unterwegs. Finde ich cool. Und hey, Pichu, bist auch mal wieder hier mit dabei. Da freue ich mich doch wieder mal. Spiel ein paar Minuten für Igelava. Und jetzt geht's so richtig ab. So, Igelava gefangen. Kann es mich fies sein, ne? So, und dafür nehme ich Feuigel raus. Ich finde Igelava und Feuigel cool. Aber die dritte Entwicklung Tornupto ist wieder so. Ja, geht. Es geht. Es wird von einem Igel zu einem interessanten Geschöpf. Hey, ein Xatu wieder mal. Hallo. Ich habe auf dich gewartet, Ranger. Hui, du brennst ja förmlich auf einen Kampf gegen den Ranger. Dann lass mich dich mal nicht aufhalten und leg dich gleich los. Jawohl, los, Xatu, stürz dich auf den Ranger. Das Azu-Auge ist auch etwas, ja. So, Xatu, komm wieder her, ich hab ihn ja schon gesehen. Und, oh, okay, es ist aufgebracht, Moment. Gerak, mach ihn mal. Ups, es reicht nicht. Es reicht nicht zu Piris. Oh, das... reicht. Dafür ist mein Zupiris auch weg. So.
wenn Xatu aufgebracht ist, dann macht es in der Psychoattacke eine schöne Welle, die ziemlich krass ist. Welche Attacke soll das hier darstellen? Das weiß ich noch nicht so genau. Sieht irgendwie nach Stahl aus. Aber kann Xatu eine Stahlattacke? War auf jeden Fall ziemlich krass. Ich muss dafür zwei Pokémon wegmachen. Dieses Xatu hat mich vielleicht blamiert. Wie steht denn jetzt bloß da? Als Idiot. Dass ihm das so in die Nieren geht, mir ist das völlig gleichgültig. Aber er ist ja noch ein Anfänger und da sieht man das vielleicht etwas anders. Ja, vielleicht. Ich bin Anfänger, ich muss voll der Profi sein, oder was? Naja, das wäre sehr interessant, wenn jeder Anfänger gleich so voll Profi wäre. Oh, hier ist wieder so ein Stein. Da liegt ein Stein. Am letzten Stein, den wir gesehen haben, hat sich zu einer Rune drauf abgebildet. Und daraus habe ich dann Georock bekommen. Hey, ein Sandan! Ein Sandan. Ich weiß nicht, ich finde Sandan cool. Ein Boden-Pokémon seit der ersten Generation. Guter physischer Angriff. Der restliche Werte sind so... geht. Seit der fünften Generation hat es, glaube ich, als versteckte Fähigkeit die Fähigkeit, dass es im Sandsturm doppelte Initiative hat. Und war schon in der dritten? Weiß jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall, ich finde es cool. Es ist zwar ein bisschen langsam, aber es ist cool. Gruppe Boden, Pokestärke Boden, seit Trümmern 1. Sandan halt. Sein Spezialangriff ist nicht zu gebrauchen und seine Spezialverteidigung geht auch so. Oh, Bidifas! Bidifas! Naja, das war Bidiza. Das war ja bei Pokémon. Bei den anderen auf jeden Fall. So, Bidifas. Wasser normal Pokémon. Ich finde die Kombination etwas interessant. Boden normal. Nein, nicht Boden. Boden normal gibt es auch seit der 6. Generation. Aber Wasser normal ist auch ziemlich interessant. Gruppe Wasser. Pokéstärke Wasser. Löschen 2. Bidifas. Bidifas ist ein interessantes Pokémon, was ziemlich selten benutzt wird. Ich glaube, als Gegner habe ich es noch nie gesehen. Selbst benutzt habe ich es aber auch noch nie. Ich komme einfach nicht dazu. Seine Kombination ist aber ziemlich offensiv. Wasser, normal. Ich habe unser Chefin selten so kraftlos und niedergeschlagen erlebt. Sollen wir den Gefangenenaustausch lieber wie vereinbart über die Bühne bringen? Was soll dieses Gerede? Sei doch kein Hasenfuß! Wenn wir unsere Geißel einfach so mir nichts, dir nichts tauschen, dann ist unser Chef erst rechts auf uns! Du hast ja recht, aber aus uns fehlt halt noch eine Menge Erfahrung! Ach, die kriegt ihr schon. Das ist die Gelegenheit, der Chefin zu weisen, was wir drauf haben! Nämlich nichts! Gegen die vereinten Kräfte von uns dreien kann niemand gewinnen! Doch, ich und Pichu. Chefin! Wir sind zwar noch Neulinge! Aber ja, mit vollem Einsatz kämpfen. Überzeuge ich selbst davon. Mach dich auf was gefasst, Ranger. Oh. Ein Bronzel. Ein Sobiris und ein Bidiza. Drei Pokémon auf einmal. Okay, das Bronzel macht einen auf. Ich raste aus. So, hier mal ein bisschen Bodenstärke. Wow, das hat schön was angeregnet. Dann machen wir mal mit Pantimimi in der Ecke machen. Oh ja. So, du Pichu machst auch mit. Ah ja, ohne Pokestärke diesen Kampf, das ist gar nicht mal so einfach. Wow! Komisch, dass hier die Pokestärke Boden das Bronzel trifft. In anderen Pokémon Ranger Teilen war das nämlich nicht so, weil es die Fähigkeit Schwebe hat. Das Psycho-Stahl-Pokémon. Was in der 6. Generation leider abgeschwächt wurde, weil das Stahl interessanterweise jetzt Geist- und Mondlicht-Attacken nicht mehr halbiert, sondern auf normal ist. Tja. Brauch Schluck zu trinken. So, und da fliegt jetzt ein Level Up und 1000 Erfahrungspunkte. Woo! Und neue Einträge. Bronzel, Gruppe Stahl, Pokestärke Stahl, Psykraft 1. Ich finde Bronzel cool, vor allem seine Weiterentwicklung. Bronzer. Sieht aus wie die Glocke. Soll doch eine sein. Naja, offenbar haben eure Kräfte nicht ganz ausgereicht, nicht wahr? Aber ihr habt Rückgrat bewiesen, das gefällt mir. Das geht mir runter wie Öl, Chefin!
die er dir unser Leben lang treu zur Seite steht, Chefin. Es tut uns wirklich leid, dich diesmal enttäuscht zu haben. Ah! Ja, tschüss, ihr drei. Ach, wie erfrischend die Jungen doch noch seid. Ich sollte mich hüten, mein eigenes Alter preiszugeben. Wieso? Menki, 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 habe ich dich eigentlich schon? Nein, habe ich noch nicht als Eintrag. Na komm dann her! Ein Menki! Wir haben schon mal eins gesehen, aber ich habe ihn noch nicht als Eintrag. Hier mal ein bisschen Feuer! Wuhu! Ah. Schöner Attacke. So, wie die passt, dann machst du mal hier mit Pokestücke Wasser auch schön was. Yay! Yeah. So, das Menki ist beruhigt und verlangsamt. Achtung, es wirft Mitch rollende Steine. Ja, Menki ist seit der ersten Generation ein ziemlich interessantes Pokémon. Vor allem seine Weiterentwicklung Rasaf. Guter physischer Angriff. Gruppe Kampf, Pokestücke Kampf, Zertrümmern 2. Mitnehmen? Ja, ich nehme es mit Stadt. Oh, schade. Stadt mit Sandan. Was denn zu Trümmern 1 hat? Naja, tschüss, Sandan. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. So, oh, da ist ein großer Raum. Und was ist das hier? Ich brauche zweimal Feuer 2, um bei einem Hindernis hier weiterzukommen. Wo gibt es hier ein zweites Feuer 2? Zweites Feuer 2. Entweder brauche ich jetzt ein Igelava. Oder ganz was anderes. Schauen wir mal. Hier hinten war nämlich noch ein Durchgang. Da war ich noch nicht. Ah doch, da war Bidifas. Bidifas ist Löschzeug. Ich brauche Feuer 2, zweimal. Zweimal, einmal. Ich kann nicht zweimal hintereinander machen. Das geht nicht. Okay, eins. Oh, doch, doch, da bist du ja wieder, Igelava. Musste ich dann nur raus und reingehen? Oder warst du vorhin auch schon da? Habe ich nicht drauf geachtet. Entschuldigung. So, Pokestärke Stahl ist zwar nicht effektiv, aber es sollte ein bisschen was machen. So, Pichu, hilf ja auch mal ein bisschen. Yeah. Der Punkrocker, Pichu. Ja, ja, immer wieder hilft. So. Das war gar nicht mal so schwer. Ja, auf jeden Fall mit dem Licht brauchte ich nämlich Igelava. Und dafür lasse ich Mirabla und Pantimimi gehen. Euch zwei brauche ich schon lange nicht mehr eigentlich. Mirabla wollte ich ja nur wegen den Eintrag und Pantimimi ist schon seit Ewigkeit mit dabei. Das will sicher wieder nach Hause, wo das auch immer war. Ob er sein eigenes Zuhause noch kennt? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es zumindest. So, dieses Hindernis muss mit zwei Igelava beseitigt werden. Ziel beseitigen. Woohoo! Das wird schön abgefackelt. Beziehungsweise es wird Feuer drauf gemacht und auf einmal ist die Tür offen. Sehr interessanter Mechanismus, allemal. Gefällt mir. Oh, hier ist ein riesiger Raum. Ein weiteres Kirlia. Dich nehme ich mal mit. Dich nehme ich mal mit. Psycho-Pokémon sind generell cool. Wenn es nicht sich ständig teleportieren würde. Dann wäre es einfacher zu fangen. Achtung, aber dann habe ich doch erwischt. Naja. Dann gibt es auch keinen perfekten Fangversuch dafür. Leider. So, wer ist gefangen? Und hier ganz in der Ecke ist ein paar Steinchen, aber weiter nichts. Da oben ist ein weiteres Bichlifas. Und ein Haufen Säule. Okay. Oh, oh, oh. Eine Spiegelarbeit. Und hier brauche ich Zertrümmern 2. Das Menki brauche ich hier. Dieses Hindernis muss nämlich weg. Kleine Säulestelle der Beschreibung. Auch interessant. So, einmal rantackeln mit den Händen. Ups, mit Kraftwelle. Sieht zumindest so aus. Und es zersprengt. So, die kleine Säule muss nämlich hier weg, sonst kommt der Spiegelstrahl hier nicht durch. Oh mein Gott, ist das hier riesig. So, ein Magnetilos hier. Und ein Bidifas. Warum gibt es hier ein Bidifas? Und was? Du warst kein Spiegel, du warst ein Bronzel? Wie geil. Wie geil. So, bitte, wenn du schon mal hier bist, kannst du mal anfangen hier zu klimpern.
Ronzel schießt eben sehr schnell mit seiner Psychokraft. Na komm schon, her mit dir! Geht doch! Ja, du, Ronzel ist nicht so einfach zu fangen, aber es geht, weil sie sich ständig wegteleportiert. So, okay. Zuerst mal hier mit Bronzel das hier einschalten. Mysteriöse Kugel. Er steht zwar das Ziel beseitigen, aber in Wirklichkeit macht man das Ziel auf Anschalten. So. Dann hat sich die mysteriöse Kugel mal mit Licht gefüllt und jetzt heißt es, die Spiegel hier verstellen. Zack. Zack. Ja, passt. Dann hier. Das ist mal cool, oder? Dann lass mal sehen. Hier. Was steht da drauf? Lass die Steinstatue in noch hellerem Licht erstrahlen. Dann wird der wahre Weg sich auftun. Okay. Kurzer Text. Bist du ein Bronzel oder? Nee. Ah, hier ist eine zweite Kugel. Okay. Dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Aber warum hier ein Bedivers ist, verstehe ich noch immer nicht ganz. Naja. So, Kirlia, mach mal. Danke sehr. Auch anschalten die mysteriöse Kugel Moro 2. Und jetzt auch hier mit Spiegel sich rumspielen. So. Zack. Aha. Interessant. Und zack. War gar nicht so schwer. Und da geht eine Treppe hoch. Und was dahinter ist, werden wir gleich sehen. Nämlich ein Eingang. Dum, dum, dum. Was dahinter ist, erfahren wir im nächsten Part, Leute. Schaltet wieder ein, denn es wird interessant. Hoffe ich mal. Glaube ich mal. Weiß ich noch mal. Tja, bis dann und ciao.